Einen schönen guten Abend. Ich melde mich heute noch einmal zum Thema Sprachenlernen mit der Birkenbiel-Methode. Ich arbeite ja schon seit vielen Jahren und kombiniere das Schulermittel mit der Birkenbiel-Methode. Wer die Birkenbiel-Methode noch nicht kennen sollte, es gibt eine Playlist, die heißt Erklärungen der Methode. Da kann man sich schlau machen. So, jetzt werde ich, meistens ist dann das eben so in dieser Zeit jetzt, wenn das Schuljahr wieder anfängt, wenn ein neues Schuljahr beginnt, dann stellt sich für viele Lehrpersonen die Frage, wie starte ich denn mit dem Lehrmittel? Wie soll ich das machen? Weil wir arbeiten ja grundsätzlich so, dass wir eben zuerst eine Grundlage schaffen für das Gehirn. Also die vier Lernschritte der Birkenbiel-Methode sind ja so ausgelegt, dass ich durch das Dekodieren aktive und passive Hören erstmal Nervenbahnen im Gehirn bilde und erst dann mit den Aktivitäten starte. Und da fragen dann eben oft in dieser Zeit, die wir jetzt gerade haben, Lehrpersonen, ja, wie soll ich dann das machen Anfang Schuljahr? Dann bin ich ja eben nicht schon in einer Lektion in einer Unit oder Unité drin und kann dann quasi das so ineinander schachteln, dass ich eben schon Texte gehört habe und dann erst die Übungen im Schulbuch mache. Und da muss man einfach vom Gedanken her umstellen und loslassen, also nicht so vorgehen, wie das vom Lehrmittel her vorgesehen wäre. Also ihr habt wahrscheinlich auch zu jedem Lehrmittel eine Lehreranleitung, ein Teacher's Book oder so. Und es spielt eigentlich keine Rolle, mit welchem Lehrmittel ihr arbeitet. Also ich habe jetzt da hier die zwei, die sind aus der Schule, das Französisch, das Englisch, Lehrmittel, das ist aus meinem Erwachsenen-Englischkurs. Und es spielt da keine Rolle, womit ich arbeite. Ich lege die Bücher am Anfang ganz einfach noch beiseite. Also ich habe nicht die erste Englisch- oder Französisch-Lektion mit den Schülern und wir arbeiten dann schon mit dem Buch. Nein, wir schauen eben, dass wir zuerst eine Grundlage schaffen, dass wir Nervenbahnen im Gehirn gebildet haben und erst dann folgen die ersten Übungen im Buch. Das heißt also schon ganz grundsätzlich, wenn ich Anfang Schuljahr starte, dann nehmen wir einfach mal aus dieser Unité, aus dieser Unit wähle ich einen Text aus. Da schaue ich mal, was ist das Lernziel auch von dieser Einheit. Meistens handelt es sich ja um irgendein Thema. Wir haben jetzt da zum Beispiel in unserem Englischbuch, da startet man mit dem Vergleich von vier verschiedenen Familien, die da ihr Essen, das sie während einer gewissen Zeit gegessen haben. Das sieht man dann schön auf einem Foto. Das ist eine Familie aus Deutschland, eine aus Indien, eine aus, oh, muss ich gerade überlegen, eine indische, eine aus England und noch eine vierte. Und darum geht es nachher in der ganzen Unit. Da schaue ich also, dass wir möglichst rasch so einen Text bearbeiten. Wir haben ihn jetzt selber dekodiert und das lege ich mit den Schülern wirklich einfach, das ist noch beiseite, das nehmen wir noch gar nicht hervor. Wir haben in aller Ruhe jetzt diesen Text dekodiert, wir haben aktives Hören gemacht, sie sind jetzt daran, passiv zu hören als Hausaufgabe. Und erst dann, wenn wir eine gewisse Grundlage haben, erst dann machen wir dann die Übungen im Schulbuch. Das ist nachher später natürlich ineinander geschachtelt. Also wenn ich dann irgendwo da mittendrin bin, dann bin ich beispielsweise am Ende von der Unit 2 und starte halt schon mit dem aktiven und passiven Hören von der nächsten Unit. Und wenn ich dann damit dann starte, dann habe ich eben auch die Grundlage. Und darum braucht man einfach den Nerv am Anfang zu sagen, okay, die Schulbücher, die sind noch gar nicht verteilt,
damit wird jetzt noch gar nicht gestartet, damit man eben eine Grundlage hat. Und dann ist man dafür nachher relativ schnell, weil es hat sich jetzt auch beim Französisch immer wieder herausgestellt, es lohnt sich da am Anfang mal zu warten, ein paar Texte passiv zu hören. Und dann können wir oft dann ganze Teile von einer Unité dann nach und nach machen, weil wir dann eben vielleicht schon 2, 3, 4 Texte dazu passiv gehört haben und dann eben die Grundlage auch da ist. Der Wortschatz ist schon da, sie verstehen viel besser, was sie in diesen Übungen überhaupt machen sollen, die Schüler, und dann wird es sehr viel einfacher. Also das ist das Konzept Vorhilfe statt Nachhilfe, und das funktioniert genau gleich auch Anfang des Schuljahres, wenn man einfach loslässt von diesem vorgegebenen Rhythmus, von dieser vorgegebenen Ordnung, die da in so einer Lehreranleitung halt drinsteht. Das eine heißt also zuwarten, bis man wirklich so weit ist. Und das andere übrigens, das möchte ich auch nochmal betonen, auch egal jetzt, welche Unité ich da dann, in welcher Unité ich da gerade stecke, ich gehe sehr, sehr selten in der Reihenfolge vor, die das Buch vorgibt. Also ich schaue, was ist gehirngerecht, wie kann ich gehirngerecht vorgehen, und dann entscheide ich die Reihenfolge. Also ein Beispiel, wir haben jetzt schon einen Text aktiv und passiv gehört. Da lernen die Schüler Sätze wie Le Gréo est sur la trousse oder dans la trousse oder sous la trousse, also auf, in, unter. Und dann schaue ich halt, okay, wir haben das in einen Text verpackt jetzt gelernt, aktiv und passiv gehört, und dann passt nachher eben auch die Übung im Buch dazu. Und wenn das jetzt halt eine ist von weiter hinten, dann ziehe ich die vor. Also ich überlege immer, welcher Text, welche Übung passt dazu, und das ist dann meine Entscheidungsgrundlage, damit ich eben dann gehirngerecht vorgehe und nicht nach Vorgabe Lehrmittel diese Übung zuerst und dann die und die. Das ist meistens, hüpfen wir da relativ stark hin und her in den Heften oder in der einzelnen Unité oder Unit, und das hat sich sehr bewährt, das funktioniert ganz gut so. Das funktioniert genauso bei den Erwachsenen. Dort haben wir jetzt nicht jedes Schuljahr ein neues Kursbuch. Also mein Kursbuch, das kann ich mit den Erwachsenen jetzt für 3 Jahre ziehen wir das durch. Ob jetzt beim Vor-Ort-Kurs oder auch beim Online-Englisch-Kurs. Und dort ist es einfach auch so, wenn wir ganz am Anfang starten, dann liegt sowieso zuerst mal der Fokus drauf, die Methode zu verstehen, die 4 Schritte genau zu verstehen, wie da vorgegangen werden soll, um mit einem ersten Text mal vertraut zu werden. Und auch da lasse ich das am Anfang noch weg. Und erst wenn wir einen ersten Text ganz, ganz schön ausführlich passiv gehört haben, erst dann starten wir dann überhaupt mit den Übungen im Buch. Ja, ich bin jetzt noch kurz da, falls doch noch jemand eine Frage dazu hätte, aber auch gerne zum Sprachenlernen nach Birkenbiel, vielleicht zu den einzelnen Schritten. Falls jetzt noch eine Frage ist, hätte man die Gelegenheit, die in den Chat zu schreiben und mir zu stellen, dann beantworte ich die gerne auch noch. Warte mal kurz ab. Wenn keine Fragen mehr sind, ich habe es letztes Mal beim letzten Livestream schon kurz erwähnt. Ich werde es jetzt jeweils so machen, dass ich Fragen eben sammle, Fragen, die mir manchmal in der Birkenbiel Facebook-Gruppe gestellt werden, die vielleicht mehr Leute interessieren, oder auch die per Mail an mich gestellt werden, und dann kann ich das so sammeln und für alle zugänglich machen.
Ja, das ist also die Möglichkeit, die wir jetzt da neu geschaffen haben, damit das unkomplizierter läuft und ich die Fragen und auch die Antwort ein bisschen gesammelt dann geben kann. Es scheint nicht so zu sein, dass jetzt gerade noch eine Frage brennt. Für diejenigen, die da eher noch neu am Thema dran sind, auf meinem Kanal findet ihr in den Playlisten euch wahrscheinlich am besten zurecht. Dort ist die Methode nochmal erklärt. Man sieht auch in diese einzelnen Schritte rein und ihr könnt euch da noch schlau machen. Jetzt habe ich doch noch gesehen, da stellt jemand eine Frage. Ich warte kurz. Müsst ihr noch wissen, was für eine Frage? Genau, also nochmal zu den Playlisten, bis da die Frage getippt wurde. In den Playlisten gibt es eine Playlist, da wird die Methode erklärt. Ihr könnt aber auch direkt in mein Schulzimmer schauen und uns beim Englisch lernen oder beim Französisch lernen zuschauen und schaut mal, wie dann der letzte Schritt, die Aktivitäten, wie das dann ausschauen könnte, wenn die Schüler eben so gelernt haben. Das ist dort einsehbar. Ah, ich weiß nicht, wie ich mich mit der Sprache berieseln lassen kann. Das funktioniert am besten, wenn man zu den Lehrmitteln gibt es ja, bei den modernen Lehrmitteln ist das eigentlich meistens der Fall, gibt es meistens eine Hör-CD. Und da ist es so, dass wir jetzt zum Beispiel für meine Sechstklässler, die haben zu Hause eine Hör-CD und die können eben Englisch oder Französisch dann diese Texte hören. Also sie wissen genau, wir haben einen Text jetzt zum Beispiel eben über diese englische Familie, wie die einkaufen, was die essen und so weiter. Den haben wir dekodiert, den haben wir aktiv und passiv, aktiv gehört in der Schule und sie hören dann zu Hause passiv. Und berieseln lassen wäre eben das passive Hören. Das heißt also die CD, das ist jetzt zum Beispiel der Track 2, dann läuft dieser Track im Hintergrund. Und es ist ganz toll, die Schüler machen da gut mit, weil sie wissen, das ist zu 90% die einzige Hausaufgabe in den Fremdsprachen, die sie haben, das passive Hören. Wir hören auch in der Schule passiv, dann hören wir den entsprechenden Text eben auch im Hintergrund. Und der Witz ist ja, dass man eben nicht zuhören muss, sondern das läuft im Hintergrund, in der Endlosschlaufe. Und wenn die Kinder das zu Hause machen, dann ist es dort so, dass sie zum Beispiel andere Hausaufgaben machen, die erledigen dann quasi gerade zwei Dinge auf einmal. Das sind aber auch viele, die sitzen halt am Computer, die chatten mit Kollegen, die tun irgendwas, die spielen Lego, was auch immer. Sie müssen eben nicht aktiv zuhören. Das wäre für mich dann eben das Berieseln lassen. Und der Effekt oder den Effekt, ich kenne den und viele Leute auch, die in meinem Alter sind, kennen den aus der Kindheit. Wir haben oft damals noch Märchenkassetten. Später, wer jünger ist, kennt es vielleicht halt dann von Märchen-CDs, die man gehört hat. Und da haben wir auch nicht immer aufmerksamst zugehört, sondern wir haben eben beispielsweise mit einer Freundin oder so Lego gespielt oder irgendwas gemacht und im Hintergrund lief das Märchen. Und weil wir die Märchen ja nicht nur einmal gehört haben, sondern die immer wieder gehört haben und eben auch nicht immer nur aufmerksam, sondern man hat nebenbei noch was anderes gemacht und trotzdem wusste man mit der Zeit ganz genau, jetzt sagt er dann das und das und man hätte es sogar nachsprechen oder vorher schon versprechen können. Und dieser Effekt, das ist das Ähnliche, was passiert, wenn wir passiv hören. Irgendwann ist man einfach so weit, dass in der Phase werden ja eben dann vor allem die Nervenbahnen im Gehirn gebildet. Also ich habe einen Text vor durchs Dekodieren und aktive Hören verstanden und nachher schaffe ich eben die Nervenbahnen. Und wenn ich das lange genug mache, dann ist das eben auch nachhaltig. Also dann kommen die Schüler in die Schule, sie verstehen die Übungen besser, sie können den Text gut lesen, sie wissen, wie man die Wörter ausspricht, die Satzmelodie und so weiter passt.
Das geht alles dann viel, viel leichter. Und vor allem ist das auch nicht alles gerade immer wieder schon nächstes Thema und das Alte schon wieder vergessen, sondern das ist sehr nachhaltig. Also ich kann Schüler, ich kann denen sagen, nehmt mal den Text hervor, den wir vor einem Jahr gehört haben. Und dann lesen die und einige können ihn immer noch fast auswendig. Also das ist, wenn man wirklich die Schritte seriös durchzieht. Ich schaue noch mal schnell in den Chat. Also das mal zum eben passiv hören oder wie es da steht, berieseln lassen. Kann ich das bei Ihnen kaufen auf Italienisch und Englisch? Also, Leute in der Schweiz können gerne bei mir bestellen. Ansonsten macht es keinen großen Sinn, dass ich das Ganze aus Deutschland importiere und dann wieder nach Deutschland versende. Sie würden da nur Zollkosten zahlen, unnötige. Es gibt einen Shop beim Aurinia Verlag. Ich schreibe das schnell in den Chat. Das ist der Verlag, der die Kurse, müsste ich noch tippen können, Moment schnell, Aurinia Verlag, der die Kurse wieder neu herausgebracht hat. Also das sind wieder die ursprünglichen Birkenbildkurse und die gibt es für Italienisch, Spanisch, Französisch und Englisch. Schauen Sie sich doch da mal um. Das sind auch dann wirklich echte Birkenbildkurse. Ja, und die Schweizer gerne bei mir im Shop. Das wäre dann botalk.ch. Da findet man den Shop, Sprachmaterialien und dort sind die ganzen neuen Kurse. Wir haben ein paar noch von den alten Kursen auch, zum Beispiel Wiedereinsteiger. Also sich da einfach schlau machen, umschauen und dann kann man da ziemlich günstig auch bestellen, weil die Kurse, die sind, die fortgeschrittenen Kurse, die waren, glaube ich, früher über 100 Schweizer Franken und unterdessen sind sie viel, viel günstiger geworden. Also das lohnt sich und man kann da gut damit arbeiten. Der einzige Unterschied, was ihr dort habt, wenn ihr so einen herkömmlichen Birkenbildkurs habt, dann habt ihr ja einfach Texte. Also ihr habt Text 1, Text 2, Text 3 und so weiter. Also ihr arbeitet rein mit den Texten. Der Unterschied, wenn ich mit meinen Schülern arbeite, ist es, dass wir die Texte zum Schulbuch haben. Das heißt, wir arbeiten nicht rein nur mit Texten, sondern wenn die Schüler ja dann im Arbeitsbuch dann eben irgendwelche Übungen machen, dann passt das eben zu den Texten. Und das ist dann nochmal ein bisschen ein anderes Arbeiten. Auch mit meinen Erwachsenen im Englischkurs arbeite ich mit einem ganz herkömmlichen Kursbuch, habe aber die Texte, die eben da auf der Hör-CD drauf sind, nach Birkenbild aufbereitet. Also es ist dann alles mit dieser wortwörtlichen Übersetzung schon vorhanden und man kann damit dann arbeiten. Also das sind einfach, ja, das ist der Unterschied für den Schulbetrieb, wenn Sie das als Lehrperson, wenn ihr das als Lehrperson machen wollt, dann unbedingt nicht etwas Fremdes nehmen, sondern das Lehrmittel, das da ist, verwenden, weil dann hat man dann den größten Erfolg, weil ja die Kinder dann genau das da in der Schule dann auch im vierten Schritt dann so richtig genießen können, ausleben, nochmal trainieren können. Und auch wenn ihr eure eigenen Kinder begleiten wollt, dann unbedingt nehmt das Schullehrmittel und macht Vorhilfe statt Nachhilfe. Es gibt ein Video auf meinem Kanal, das heißt Vorhilfe statt Nachhilfe. Dann schaut euch das mal an. Das wäre die Vorgehensweise, wenn ihr euer eigenes Kind begleiten wollt. Ich kann übrigens nachher, ich mache das dann ist vielleicht jetzt nicht gerade anschließend dann drin, aber ich schreibe doch noch in die Videobeschreibung, schmeiße ich noch zwei Links rein, da vielleicht auch drei zu anderen Videos, die da noch interessant sein könnten, die da passen für die Frage. Ja, das tönt nicht nur gut, das ist richtig gut. Ich arbeite jetzt seit über 15 Jahren in der Schule so und ich hatte noch nie einen Schüler, der da nicht profitiert
hat. Also wir haben integratives Schulsystem und es ist einfach wunderbar zu sehen, wie die Schüler damit klarkommen und wie sie eben auch aufblühen. Also ich habe es immer wieder erlebt. Oft habe ich die Kinder übernommen, zum Beispiel in der 5. Klasse, dann hatten sie schon 2 Jahre Englisch, manchmal eben dann herkömmlich. Und dann hört man schon, ja, du, bei dem Schüler kannst du nicht viel erwarten, weißt du, der ist schon so schlecht im Deutsch, der kann sowieso kein Englisch. Und dann kommen die und man ändert die Methode und dann sind die nachher oft ins Mittelfeld oder sogar ganz zu den Besten vorgerückt. Und das finde ich einfach genial. Und das hat Vera, Frau Birkenbiel schon immer gesagt, man soll nicht die Schüler hinterfragen, sondern man müsste die Methode hinterfragen. Und ja, ich kann nur Mut machen, es auszuprobieren, ganz, ganz wichtig für Lehrpersonen, macht einen Selbstversuch, selber ausprobieren, erst dann kann man es gut an die Schüler weitergeben. Wir haben gerade nächsten Samstag ein Sprachenseminar in Herisau in der Schweiz, also falls da noch jemand mithört und gerade Lust hat, es ist noch ein einziger Platz frei, dann könnte man sich noch anmelden, wenn man das gerne möchte, da gehen wir Schritt für Schritt durch das Ganze durch und ich zeige auf, wie man eben das Schullehrmittel mit der Birkenbiel-Methode kombinieren kann. So, ich glaube, ja, das war es mal für heute. Ich werde mich wieder melden, ab und zu mit einem Livestream. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und bis bald vielleicht, sieht man sich mal irgendwo in echt. Einen schönen Abend, tschüss.